Im evangelischen Krankenhaus steht die ehemalige Privatstewardess Silke kurz vor ihrer zweiten Nasenoperation. Von der Brustvergrößerung hat ihr Dr. Knabel abraten können. Da der Knochen an gebrochenen Stellen immer etwas dicker ist, bringt jede weitere Operation ein gewisses Risiko mit sich. Sie war gebrochen vorher, ich hatte einen Höcker. Und sie ist dann eigentlich sehr schön gerichtet worden, aber es hat sich anscheinend verschoben dann mit den Jahren, wieder die Platte oder keine Ahnung, wie man sagt dazu. Oder das Narbengewebe wieder gebildet. Ja, und ich kriege halt wieder auf einer Seite kriege ich schwer Luft. Herr Doktor, ist es ein bisschen schwieriger heute, Ihre Nase zu korrigieren, weil da schon im Vorfeld was gemacht worden ist? Ja, wenn Vernarbungen drinnen sind, ist das immer ein bisschen schwieriger als eine erste Operation, ja. Aber andererseits ist jetzt wieder nicht so viel zu machen. Also das hält sich in der Waage. Also es wird sicherlich gut gehen. Alles okay? Ja, ja. Das werden wir mehr zur Mitte bringen, darüber. Und das da, den Nasenrücken etwas breiter und runder machen. Ja. Ist es schon ein bisschen schwierig gewesen oder merkt man, dass das die Nase voroperiert ist? Ja, jetzt merke ich es schon deutlich. Ja. Also das sind schon ein paar Bereiche, die sich viel schlechter bewegen. Das ist etwas, das man sowieso mit jedem Patienten vor einer OP besprechen muss. Wenn was voroperiert ist, ist es prinzipiell schwieriger, ein Ergebnis zu erreichen, als wenn man frisch in ein Gewebe reinoperiert. Das ist immer so. Gibt's mir da ein Lichtverflucht noch einmal? Bitte, wo ist ein Licht? So, jetzt haben wir von oben nach unten einen relativ gleichförmig breiten Nasenrücken bis zur Nasenspitze. Das ist das, was sie wollte. Und diese extrem auseinandergehende Nasenspitze haben wir jetzt reduziert. Also das schaut jetzt ganz nett aus. Ist es jetzt gut gegangen oder war das ein bisschen schwierig? Es war schon mühsam, aber es ist sehr gut gegangen. Das richtige Verkleben und der Gips ist für die Entwicklung der Nase besonders wichtig und bestimmt mitunter die spätere Form. Da Silke bei ihrer Brustvergrößerung, die schon einige Jahre zurückliegt, keine lebenslangen Implantate eingesetzt bekam, wird sie sich in den nächsten Jahren einer erneuten Schönheitsoperation unterziehen müssen. Doch erstmal muss sie die Folgen der Nasenoperation auskurieren.